So, herzlich willkommen zurück. Gut, Kamera passt alles. Na gut, bei meiner Frisur passt nicht alles, aber es ist egal. Wir legen einfach mal direkt los. Ich bin gerade. Was haben wir letztens überhaupt gemacht? Stimmt, wir haben Fußball verlegt. Ja, doch, genau. Wir haben erst die Bahnstrecke gebaut und dann haben wir noch einen Fußball verlegt. Genau, so war das. Haben wir schon mit Küchengeräten angefangen? Wir wollten doch die Küche bauen, oder? Ich weiß es nicht. Können wir gleich Tab wechseln? Nee, können wir nicht. Das ist ein bisschen blöd bei meinem Test. Tatsächlich, das geht halt komplett im Vollbildmodus und übernimmt dabei einfach halt einfach alles. Das heißt, man kann aus dem Vollbildmodus nicht raustaben, man kann ihn nicht mit Alt F4 entfernen. Was? Man kann nicht mit Alt F4 beenden, also schließen das Fenster und. Finde ich nicht so geil. Ich meine, gut, wenigstens Steuerung Alt und dann die F-Tasten, also um in die Konsole zu wechseln, das funktioniert. Aber gut, ist ja auch, wenn das nicht funktioniert, dann würde ich meistens doch gar nicht benutzen. Aber wie gesagt, sowas wie Alt F4 funktioniert halt leider im Vollbildmodus nicht. Genau, Teppich hat man schon gemacht. Wir wollten noch Kühlschränke bauen, kann das sein? Ja, doch, das muss doch. Wir lassen es erstmal so. Wenn es mir irgendwann mal später auf den Sack geht, dann können wir es auch nochmal neu machen. Aber so kann ich erstmal bleiben, der Teppich. Jetzt muss man das jetzt überlegen. Backofen. Kein Brandmaterial vorhanden. Ah, okay, das Ding arbeitet wie ein normaler Ofen. LOL. Und das hier macht gar nichts. Was ist das überhaupt? Was war das? Egal. Okay, muss man das kurz gucken? Kühlschrank. Kühlschrank. Stahl haben wir. Kupferblock. Holy moly. Glimmlämmchen haben wir, einmal Leben, das werden wir garantiert überleben. Okay, wir brauchen erstmal Kupfer. Ja. Alter. Na du komm. Schmeiß was mal schnell hier in unseren Hochofen rein. Easy. Ist das zum Glück ratzfatz schnell. Schön an der MV-Technik. Danke. So, dann haben wir dich. Achso, genau, Leben brauchen wir noch. Danke, reicht das mal. Kostet mir zu lange. Leben müssen wir ja haben, oder? Hat wir schon mittlerweile eine ganze Menge eingesammelt von. Sollten wir definitiv welches haben. Ich weiß nur nicht, ob wir in der Rohform haben oder schon als Blöcke. Aber eigentlich haben wir alles als Blöcke, von daher. Ja, einmal Leben. So. Perfekt. So, dann haben wir jetzt eigentlich alles. Kühlschrank. Einmal. Ist kein Mal. Jawoll. Wir brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich nehme einfach mal ein Stack Leben mit, dann haben wir es. Scheinen wir doch öfters zu brauchen. Ach, unsere schöne Bahntrasse. Es wäre halt so geil, wenn hier auch Züge langfahren würden, aber. Erstens müsste ich dafür die Sichtweite hochstellen, damit man die Züge überhaupt sehen würde. Und zweitens. Würde das halt einen Lag verursachen, der apostrophisch hoch ist. So, den Kühlschrank stellen wir hier hin. Und er funktioniert sogar als Fach. Nice. Moment, aber ist er denn geschützt? Warum gibt es einen geschützten Kühlschrank? Ah, abgeschlossen. Ja, okay. Haben wir noch ein Schloss rumliegen? Ich meine, gut, wir packen hier wahrscheinlich eh nichts rein. Obwohl doch, wir wollten da Nahrung reinpacken.
Haben wir das Schloss rumliegen? Nö. Das ist ja nicht so schön. Cool, wir brauchen irgendwie Schmiedestahlstangen oder sowas, ne? Haben wir da sowas rumfliegen? Digga, wir haben hier gar nichts rumfliegen. Was ist denn hier los? Wait a minute. Genau, so ein Ding brauchen wir. Stahlstab. Dann machen wir ganz kurz schnell hier sowas. Eins, zwei, wie viel Glut bekommen wir? 6 Stück Glut. Sollte passen. Und dann machen wir mal so. Dann kriegen wir gleich 2 Schlösser mit einmal. Sehr gut. Dann kommst du das natürlich nochmal ab. Warum auch immer ein Edelstahlschrank jetzt wie Papier klingt. Hä? Halt, nein. So. Aber lassen wir das mal. So. Perfekt. Dann haben wir immer eine große Kiste. Ist das eine große Kiste? Hier sind... Ne, es ist auf jeden Fall kleiner, ist aber auf jeden Fall größer als eine normale Kiste. Ist also quasi so ein Zwischending. Noch nicht schlecht. Kann man machen. Das ist quasi eine Zeile und 2 Spalten mehr. Gut, dann können wir nämlich hier jetzt tatsächlich das hier reinmachen. Also das hier und das da vielleicht noch ein paar Hühnereier. Was muss doch im Kühlschrank gelagert werden? Na, merke ich nicht. Rein da, rein da, rein da. Rein da. Irgendwie so. Keine Ahnung. Ist ja bloß symbolisch. Ich würde aber gerne. Okay, dich kann man nicht bewegen. Da brauche ich erstmal eine Axt für. Eine Spitzhacke. Danke. Hoffentlich sage ich jetzt nicht wieder direkt durch die Wand und alles da hinten auch komplett weg. Weil das Ding so schnell ist. Sieht das so besser aus? Nicht unbedingt. Ich hätte halt hier gerne irgendwie so eine Spüle, also so eine Art Arbeitsbereich quasi. Gibt es denn da nicht irgendwas, was man so als Arbeitsbereich machen kann? Küche. Ja, das ist doch Küche mit Spüle. Hä? Hat man danach nicht gesucht gehabt? Okay, dann haben wir schon mal eine Küchenschrank. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Gucken wir mal ganz kurz. Küchenschrank, was gibt es dann noch so? Okay, einfach mit einer normalen Oberfläche als Arbeitsbereich quasi und dann mit Waschbecken. Okay, ist doch gar nicht mal so schlecht. Dann machen wir das auch mal. Da brauchen wir... Oh, sogar relativ preiswert. Ich bin ja entzückt, bin ich ja. Wir brauchen eigentlich bloß Holz und Holz. Ein paar Stäbe, ein paar Bretter. Gut, das reicht nicht aus. Dann nehmen wir noch ein paar Baumblöcke, Stämme. Ungefähr so, ungefähr so. Wir machen mal gleich ein paar mehr. Was? Komm mal her, du Arsch. 1. Danke. So, und da jetzt noch ein Schloss ranklatschen, dann haben wir ein abgeschlossenes. So, und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Küchenschrank, Stahlplatte. Marmor, nee, als andere ist eher so irrelevant. Nee, nee, wir bleiben ja schon bei Stahl. Ach, da brauchen wir schon wieder so ein Ding. Gut, so weit haben wir ja. Okay, das ist tatsächlich der normale Schrank. Moment mal. Okay, also wir wollen abgeschlossen machen. Wir brauchen natürlich wieder ein Schloss, war ja klar. Brauchen wir erstmal normal mit Stahlplatte. Und für normal mit einer Stahlplatte. Ja, genau, okay. Das muss also über den normalen gehen. Hier. Ach, das ist ja auch preiswert. Easy. Danke. Brauchen wir bloß noch eine Schmiedestahlplatte. Ist das wieder so eine 16. oder? Wahrscheinlich. Ja, ist eine 16. Nice.
Super. Was ist das denn für ein Hallo? Hallo, bitte gehen Sie weiter, hier ist nichts zu sehen. Du musst jetzt erstmal das hier machen. Oh Gott, Alter, ist das. Ein Stahlverbrauch hier, das ist ja sondergleichen. Einmal 16. Jetzt haben wir wieder 7 Stück übrig. Naja, wenigstens können wir die jetzt hier ein bisschen einschmelzenderweise. Ist ja ein ganz schöner Umweg, aber gut, es klappt ja wenigstens. Ach so, nee, halt. So, hier. Genau. So, jetzt haben wir noch 6 über und die können wir wieder zurück machen. Ist das behindert? Aber es funktioniert. Und solange es funktioniert, ist es nicht schön, aber machbar. Was jetzt? Genau. Das Ding und dann das Ding. Dann brauchen wir erstmal noch ein Schloss. Ich glaube, ich mache von diesen Schlössern gleich mal ein paar mehr. So oft wie wir die Dinger brauchen, das ist ja abartig. Ach ne, komm. Können wir relativ schnell machen, von daher. Perfekt. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Küchenschrank. Dann würde ich mal sagen, du kommst noch da, du kommst noch da. Das sieht ja scheiße aus. Warum ist diese hässliche Kante? Na egal. So, und wir brauchen noch einen Wasserhahn. Da brauchen wir wieder einen Wassereimer. Rahmen Wassereimer. Komm, wir machen einfach direkt ein. Wir sind ja hier an der Quelle. Mann. Oh, leck mich. Dann halt manuell. So. Perfekt. Danke. Halt. Nein. Danke. So. Schwupps. Und was? Nein. Ich bring dich um. Alles. Danke. So. Und jetzt. Alles. Danke. So. Und wer du passt jetzt optisch nicht ran, dann bringe ich dich um. Na doch, geht. Doch, das sieht gut aus. Das geht so in Ordnung. Kann ich doch einschalten? Ja, kannst du einschalten. Lol. Gut. Dann geht das tatsächlich optisch schon mal. Ist doch schön. Brauchen wir eigentlich bloß noch hier eine Waschmaschine. Irgendwie. Waschmaschine. Ja, mit CH. Ist natürlich klar. Das. Wie ist denn das Ding? Hallo? Hä? Klimaanlage. So, sind wir hier richtig? Spülmaschine? Nein. Tommel. Ach Gott, die haben nur die englischen Namen. Okay. Moment mal, bist du die Waschmaschine? Nö. Das ist die Schleudermaschine. Aber wo ist denn die Waschmaschine? Ach, hier. Nee, das ist eine Spülmaschine. Hä? Ja, mehr gibt's nicht, geht gar nicht. Spülmaschine. Kann sein, dass die Spülmaschine das ist, was wir da hingebaut haben, da? Egal, ist auf jeden Fall nicht das, was wir gesucht hatten. Wir hatten noch hier noch so eine richtige Waschmaschine gefunden. Wo ist die denn jetzt? Das Ding sah genauso aus wie dieser Trockner. Ach da. Okay. Brauchen wir IC, Motor, noch ein Wassereimer.
Was jetzt? Hä? Achso. Motor müssen wir noch haben. Beziehungsweise so oft wie wir jetzt auch einen gebraucht haben, kann es sein, dass wir echt keinen mehr haben. Lol. Na gut. Dann müssen wir natürlich einen bauen. Das kostet natürlich wieder massig Zeug. Kupfer zum Beispiel. Kupferspur. Wo sind unsere Kupferdinger? Da. So, dann Kunststoffplatte und Mesefragmente. Kunststoffplatte. Alter, wieso haben wir so massig Papier? Aber kein. Ach, doch da. Wollte gerade sagen, massig Papier, aber keine Kunststoffplatten. Was ist denn hier los? So, und ein paar Mesefragmente. Dann gib mal hey deine Fragmente. Sieht ganz schön fragmentiert aus. So, einmal war klar, irgendwas fehlt. Achso, zwei Plastikdinger. Danke. So, da hätten wir das auch schon mal. Haben wir zwei schöne Motoren. Und jetzt brauchen wir noch einen Wassereimer. Gott. Ja. Achso. So, jetzt müssen wir aber eigentlich alles haben. Ja. Sehr schön. Waschmaschine. Hardcore. Und die kommt hier schon in die Ecke. Oder da. Oh, ich glaube, ich mach sie hier. Wobei, so direkt beim Wasser hängen. Ich glaube, hier sieht es doch besser aus. So, kann man direkt reinkommen und direkt hier. Okay, mit dem Ding kann man nicht interagieren, schade eigentlich. Also rein optisch. Aber gut, reicht aus. Ich bin gerade am Überlegen. Warte mal ganz kurz. Kann man dich nicht abbauen? Männchens Kinder. So, ich würde gerne aus dir auch, ging das so hier? Ja, sowas machen. Ich glaube, das sieht optisch halt doch schon ein bisschen besser aus. Ja, das... funktioniert ja gut. Kann man das wieder rückgängig machen? Scheiße. Gut, das Ding ist leider nach vorne hin zu groß. Och nö, oh Mann. Och, leck mich doch am Arsch. Du willst mich doch verarschen hier. Ist nicht dein Kackernst, Alter. Wie viele Eimer wir jetzt schon hergestellt haben. Hätte nie gedacht, dass wir so viele Eimer mal brauchen werden. Ja. Schönes Ding. Super. Direkt noch ein bisschen Material verschwendet. Kann nicht schaden. Was machen wir jetzt mit dem Ding? Achso, da ist ja bereits einer dran. Hier können wir noch nachspülen. Hä? Wieso geht es jetzt nicht mit Linksklick? Die Aktionsdinger funktionieren nur, wenn sie ein gültiges Waschbecken drunter haben. Das würde mir die Frage stellen, warum das Ding dann angeht, wenn man das hier drüber platziert, wo es offensichtlich zu groß für ist. Das macht keinen Sinn. Also, aber hier gibt's auch. Und hier aber nicht. Lol. Ich möchte aber überall was haben. Was ist das für eine Kacke?
Aber bei denn da schon wirklich so ein kleiner Hahn besser wäre. Hier kennt man ja draußen so einen Außenhahn, wo man den Gartenschlauch anschließen kann. Schnauze jetzt. Aber dafür passt das Ding auch nicht. Na super. Können wir also eins wegschmeißen, weil daraus kann man leider auch nichts machen. Oder? Doch. Ein Bierzapfhahn, leck mich an am Arsch. Okay, also Bierfässer gibt's nicht, sondern nur so ein Zapfhahn. Alter. Können wir so eine Gaststätte bauen? Ja gut, brauchen wir aber hier definitiv nicht. Ich würde mal sagen, man hat es nie wieder gesehen. Easy. Schön. Du kommst erstmal wieder da rein, du auch, und du auch, und du erst recht, und du sowieso, und du, du kommst noch da. Du kommst noch da. Da, da, da. Da, da, da. Sehr schön. Da würde ich mal sagen, sehen wir uns nächste Folge mal wieder. So, nächste Folge wieder und dann gucken wir mal, was wir da machen. Mal gucken, was noch so in unserer To-Do-Liste steht, ne? Bis dann.